Für uns war klar, dass wir neben vielen Produktfilmen, die wir haben, die wir von unserem Hersteller bekommen, etwas Unkonventionelles haben wollten, das zu uns und unserem Unternehmen passt. Also etwas, das nicht typisch seriös ist und nicht in erster Linie Informationen bündelt, sondern ein Augenzwinkern hat, eine Emotion transportiert. Der Gedanke, diesen Film überhaupt entstehen zu lassen, das sollte ein Film sein für den Gabelstaplerfahrer. Das war unsere Zielgruppe. Er ist super angekommen intern, das heißt sowohl bei den Führungskräften als bei allen Mitarbeitern. Wir haben das Video relativ schnell auf unseren YouTube-Channel gestellt und auf Facebook. Und wir hatten, ich weiß nicht, 500.000 Zugriffe innerhalb von ein, zwei Wochen. Also es war toll. Es haben uns die Mitbewerber, die Netzwerkpartner angesprochen. Also wir haben viel, viel positives Feedback erhalten. Sie haben uns schon damit überrascht, dass wir ja eine Grundidee hatten und sie ins Feintuning gingen und eigentlich auch relativ kurz vor dem Dreh nochmal mit einer neuen Idee kamen und uns sehr schnell damit überzeugt haben. Das war so vom Konzept toll, dass sie diese Kreativität uns gebracht haben, genau die wir uns gewünscht hatten. Die Technik, die fand ich einfach phänomenal. Wir hatten uns ja Anregungen aus der Automobilbranche geholt. Natürlich wollten wir das mit unseren Staplern in gewisser Weise auch nachstellen. Ich denke, das ist auch sehr gut gelungen. Das war eine lange Nacht und es hat eine Nacht voller Erfahrungen und sehr spannend für uns. Also es war eine tolle Stimmung, viel Spaß. Wir sehen konservativ aus, aber wir sind es nicht. Also das hat aber auch durch die Bank weg mit dem Team hat es perfekt geklappt. Also es war genau das, was wir wollten. Es ist halt auch eine Kunst, etwas Lustiges, etwas Spannendes zu kreieren, ohne dass es lächerlich wirkt. Und das ist uns echt gut gelungen. Also ich bin absolut begeistert. Es ist ein toller Film.